1 zu 3 am Ende. War heute mehr drin gegen den Regionalligisten oder geht das Ergebnis so in Ordnung? Ich glaube, wenn man das Spiel ganzheitlich betrachtet, ist das Ergebnis in Ordnung. Also Luckenwalde hat natürlich schon viel mehr Spielanteile, gerade noch in der ersten Halbzeit vor allem gehabt. Da waren wir noch ein bisschen unentschlossen manchmal vielleicht auch oder beziehungsweise nicht mutig genug, die ein oder andere Situation vielleicht durchzuspielen. Ja, dann tun die beiden Tore natürlich knapp hintereinander auch weh. Das ist dann auch so ein kleiner Nackenschlag, aber haben nicht aufgesteckt, haben uns in der Kabine geschworen, dass wir auf jeden Fall nochmal rausgehen und Gas geben wollen, dass wir bei 0-0 starten. Dass das natürlich so schnell klappt mit dem Tor, spielt uns eigentlich in die Karten. Dass wir natürlich fast im Gegenzug dann nochmal ein Gegentor bekommen, weil wir den Ball nicht richtig rausgeklärt bekommen, ist dann natürlich bitter. Trotzdem, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir sind immer wieder angelaufen, wir haben es versucht, wir haben uns nicht aufgegeben. Und ich denke, das ist, wie gesagt, man darf es immer nicht vergessen, ist ein Regionalligist, der viele, viele Jahre schon da oben auch spielt, sehr, sehr sauberen Fußball spielt, sehr, sehr viel investiert. Gerade wenn man die jungen Spieler auch dort sieht, das ist schon eine feine Sache. Und da sollten wir uns auf keinen Fall schämen, das ist in Ordnung, das Ergebnis. Hätte man nicht trotzdem mit bisschen mehr Mut oder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, wenn man noch das zweite Tor gemacht hätte, wäre es ja vielleicht nochmal knapp geworden. Zumindest hatte man den Eindruck von der Tribüne aus, dass Luckenwalde nicht wirklich souverän gewirkt hat hinten drin. Ja, also ich finde, wir haben da schon wirklich dann auch versucht, mit unseren Mitteln auch vorne Chancen noch herauszuspielen. Man darf halt auch nicht vergessen, wenn du hier aufmachst, in dem Moment, dann läufst du auch Gefahr, das vierte dann zu bekommen und dann ist der Deckel komplett oben drauf. Natürlich haben wir da ein bisschen dosiert versucht zu machen, haben noch frische Spieler nochmal von außen auch reingebracht und vom Gefühl her war es auch so, wenn wir vielleicht das zweite noch machen, dann kann es vielleicht nochmal ein bisschen kribbeln, aber auch im Umkehrschluss muss man sagen, die Konter, die Luckenwalde halt auch fährt, da haben wir Glück, dass wir da nicht noch das ein oder andere vielleicht kriegen. Nichtsdestotrotz haben sie es gut gemacht, die Jungs, also keine Frage. Ja, 45 Minuten, die ersten 45 war so, wie wir es uns vorgestellt haben, waren schon sehr dominant. Ich glaube, wir müssen vorher hier dritte, vierte Tor machen, bekommen dann leider so ein, kassieren Geschenk, was wir selber schön verteilen hier zum 2-1, aber zum Glück haben wir relativ zeitig das 3-1 gemacht. Die Partie gab es ja vor einem Jahr schon mal an gleicher Stelle, damals 0-0 zur Halbzeit, am Ende 5-0. Was können Sie da sagen, hat Ihnen heute was besser gefallen oder schlechter? Ja, damals weiß ich noch, dass die erste Halbzeit ein bisschen stockend war, war sehr warm, da war man sehr pomadig. Heute war die erste Halbzeit wesentlich besser. Man kann die Situation nicht vergleichen, weil wir haben schon eine komplett andere Mannschaft. Unsere Situation ist in der Liga wesentlich schwerer als im letzten Jahr. Von daher bin ich mit dem Auftritt sehr zufrieden und vor allem denn nach dem 2-1 kann es mit so einer jungen Mannschaft auch nochmal eklig werden, weil Frankfurt ja schon sehr erfahrene Spieler hat. Von daher bin ich mit der Partie an sich zufrieden. Wollte ich gerade noch mal fragen, Sie hatten im Vorfeld auch gesagt, Sie wollen heute auf alle Fälle den Klassenunterschied sehen. Es sind ja nominell sogar zwei Klassenunterschied. Hat Ihre Mannschaft Sie da überzeugt? Erste Halbzeit ja. Ich glaube, vor allem athletisch haben wir dann auch über 90 Minuten gesehen, dass wir schon ein bisschen mehr trainieren und dass wir schon eine Liga oder zwei Ligen höher spielen. Aber mir war es schon bewusst, wenn wir hier nicht mit einer gewissen Intensität spielen, dass bei Frankfurt auf jeden Fall so viel Erfahrung auf dem Platz ist, dass gefährlich werden kann für uns, weil mit Kara oder und so weiter. Und habe ich ja auch im Fürstenwalde zusammengespielt. Von daher wusste ich schon, dass hier viel Qualität auf uns wartet.